Hey ho, Leute! Willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Neugierde ist für Träumer, nicht für Krieger. Ah ja, du mit deiner Neugierde. Ja, was haben wir denn vor heute? Die Sucherin vor den Toren steht auf unserer Agenda. Spreche mit Maria in Mutterkrone. Ja, das werden wir auf jeden Fall gleich machen, aber vorher werden wir uns noch ein bisschen was gönnen hier beim... Ich hoffe, du kaufst etwas. Läuft gerade nicht. Ja. Wir kaufen auf jeden Fall was. Beim guten Händler werden wir uns mal kurz was gönnen, wollte ich sagen. Natürlich. Ja, da fällt mir tatsächlich was. Tatsächlich. Denn ich habe auf etwas hingespart, was mir styletechnisch sehr gefällt. Nämlich die... wo war's? Hier. Banuk Eisjägerin. Schwer. Das ist eine sehr seltene Rüstung, Outfit, wie man es auch immer nennen will. Gegerbte Haut und Fell, verwoben mit Maschinenplatten, schützen die Trägerin vor Eisschäden. Typische Kleidung im unwirklichen Norden. Ja, das ist auf jeden Fall eine Rüstung, die mir styletechnisch am meisten zusagt im Moment, denn die anderen hier ist alles so meh, aber das hier ist, das ist Style, das will ich haben und ja, das ist jetzt unsere. Ja, und ich will es gleich ausrüsten. Ich habe auch übrigens ein bisschen darauf hingespart, ich habe offline ein bisschen gespielt, um Metallschirme und so zusammen zu bekommen. Wir haben immer noch 300 Metallschirme, gibt es waffentechnisch schon irgendwas, was wir haben wollen. Der Seilwerfer wäre schon... Was kann ein Seilwerfer? Diese Waffe wird benutzt, um Maschinen am Boden festzubinden und bewegungsunfähig zu machen. Das wäre bei manchen Maschinen doch ganz nice. Der Angriff auf eine gefesselte Maschine verkürzt die Zeit, die sie bewegungsunfähig bleibt. Größere Ziele erfordern mehr Seile, kann modifiziert werden. Das ist auf jeden Fall die Investition, worüber man nachdenken sollte. Es gibt auch eine Karja. Gibt es auch einen Karja-Seilwerfer gedöns? Nee, oder? Nee, nur eine Stockwaffe. Schattenschleuer. Nee. Wir haben noch Heiltränke. Gibt es hier Heiltränke? Gesundheitstrank. Wir brauchen für Draht. Ich habe keinen Draht. Tut mir leid. Gibt es sonst noch irgendwas? Schweinsgift. Ja, nee, komm. Tja, ich muss los. Gute Geschäfte noch. Danke. Wäre schön. Wie gepanzert wir jetzt einfach sind? Guck mal. Wir haben jetzt auch irgendwie so zwei, drei, vier, fünf Hörner. Nice. Mir gefällt das Outfit. Der Helm ist Geschmackssache. Mir gefällt das sehr gut, aber die Rüstung, die ist einfach nur Hammer. Schreibt mir in die Kommis, was... Ey, du scheint es auch zu gefallen. Schreibt mir in die Kommis, was ihr von dem Outfit haltet. Und wir werden jetzt erstmal die Hauptquest weiterführen. Wo ist denn Maria, mit der wir hier sprechen sollen? Maria, hi. Was sagst du zum Outfit? Es breitet sich aus. Du bist also Aloy. Der Kriegstrupp hat von dir erzählt. Die Heldin von Teufelsleid. Nur eine von ihnen. Ich kämpfte nicht allein. Bist du Maria? Baal sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Karja-Hauptstadt? Westen ist die Richtung. Aber ihre Soldaten werden dich lange vorher aufhalten. Wir werden sehen. Nein, ich meine damit, es gibt ein Karja-Fort, das den Weg von Ost nach West bewacht. Es heißt, die Karja haben das Tor verriegelt aus Angst vor den verdorbenen Maschinen im Heiligen Land. Wenn ich diese Maschinen vernichte, öffnen sie das Tor wieder? Vermutlich. Aber dir wird niemand helfen können. Wer redet von Hilfe? Du säuberst das Tal. Ohne Hilfe? Ich bin gut am Bogen. Das hoffe ich. Um deinetwillen. Wirklich. Das klingt leicht eingebildet gerade, Aloy, aber ja. Das Karja-Fort? Das Karja-Fort liegt also im Westen? Und dahinter Meridian? Ja, die Karja nennen es Tagturm. Es liegt nicht weit vom verlorenen Dorf. Ein verlorenes Dorf? Es gab einen Namen, doch der ist vergessen. Ich bin da geboren. Was ist passiert? Der Krieg. Die Karja vernichteten es bei einem Raubzug. Ich war 15 Jahre alt, ich entkam. Doch viele andere nicht. Die Nora haben sich an diesen Ort zurückgezogen. Mutterkrone. Wir überließen ihnen unser Tal. Selbst jetzt, wo der Krieg vorbei ist, ist das Tal eine Art Puffer zwischen Sonnenreich und Heiligem Land. Warum switcht deine Stimme die ganze Zeit so? Ich habe gerade drei verschiedene Stimmen aus dem Gespräch herausgehört. Was ist da denn los? Komisch. Die Verderbnis. Wie schlimm ist die Verderbnis schon? Ich habe sie an Maschinen unten im Tal gesehen. Und auch weiter im Süden sollen verdorbene Maschinen sein. Was immer die Verderbnis ist, sie befällt nicht nur Maschinen. Sie zieht ins Fleisch und schwächt Verletzte. Haben die verdorbenen Maschinen Schwachstellen? Feuer scheint ihnen mehr zu schaden als normalen Maschinen.
ein schwacher Trost. Diesen Fluch kann nur die Göttin aufheben. Es sei denn, wir finden heraus, was dahinter steckt. Die Mütter haben gesprochen, Aloy. Wir können nur kämpfen und zur Göttin beten. Mutterkrone liegt am Rand der Heiligen Lande, stimmt's? Dann seht ihr bestimmt viele Fremde hier. Ja, nicht hier in unserem Dorf, natürlich, aber unten im Tal. Seit dem Kriegsende dürfen die Fremden unser Tal betreten und Nora handeln mit ihnen, wenn sie wollen. Es ist so eine Art Zwischenort, weder fremd noch heiliges Land. Wenn du neugierig bist, geh zur Jägersiedlung. Es ist kaum mehr als ein Häufchen schmutziger Hütten und Zelte, aber Fremde übernachten dort oft. Klingt, als könnte ich dort mehr über Meridian erfahren. Okay. Das bringt uns auf jeden Fall schon mal weiter in unsere Hauptquest. Du kümmerst dich also hier um die Verteidigung. Mit Sonas Hilfe. Obwohl sie Ruhe brauchte. Das wird sie keinesfalls einsehen. Mutterkrone verteidigt sich selbst. Im Krieg hielt es 15 Angriffen und 3 Invasionen stand. Wir halten durch. Glorreichen Zeiten gerecht werden zu wollen, hat schon viele getötet. Du weißt es nicht, doch auch ich gewann eine Erprobung. Wie du lag ich sehr weit zurück, suchte eine Abkürzung. Es wurde sehr knapp. Ich kam mit gebrochenem Knöchel ans Ziel. Dies ist keine Erprobung, Maria. Es ist echt. Darum geht's nicht. Der Posten hier in Mutterkrone? Ich wollte ihn unbedingt. Mein Siegespreis. Dem Ruhm der Nora gerecht zu werden, hat mich nicht umgebracht. Doch wenn es so kommt, bin ich bereit. Alles klar. Ich hoffe, dass du dann bereit bist. Aber ich muss jetzt gehen. Ich muss jetzt los. Gut. Pass gut auf dich auf, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Ich habe gerade auch deutlich auf die Gesichtszüge von Aloy jetzt quasi geachtet. Sie... Manches ist für uns nicht greifbar. Ja, komm, seine Stimme nicht. Sie sieht irgendwie verändert aus. So, als würde sie einen ernsteren Gesichtsausdruck aufsetzen durch das neue Outfit. Aber wir werden in Zukunft sehen, was das so bringt. So, 220 Meter bis zu was. Achso, wir sind verdorbene Gebiete, Säuber. Ah, okay. Verdorbene Zone, Stufe 15. Okay, kriegen wir das hin? Auf jeden Fall, oder? Okay, gehen wir das mal hin. Das andere ist auch eine verdorbene Zone, oder was ist das? Ist auf jeden Fall deutlich weiter weg. Was ist das denn? Hä? Noch eine verdorbene Zone. Wie viele verdorbene Zonen gibt es denn bitte? Stufe 20? Stufe 15? Stufe 15? Ach, und das sind die Tore nach Meridian? Ist das Meridian? Ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall das Dorfsymbol. Aber egal, wir werden erstmal... Ach, komme ich da drüber? Ja. Ich werde mal die Karte öffnen. Ach, hier komme ich hoch. Hier sagt mir das doch früher. Und jetzt? Ah. Oh, ach so. Okay. Hier hoch? Okay, es macht Sinn, weiter hochzugehen. Alter, wie die das hier gebaut haben. Ich finde die Kombination aus sehr altertümlichem Baustil und diesem neumodischen Zeug einfach nur genial. Das ist einfach nur so episch. Die Abzeilen, ne? Ja, okay. Ist eigentlich gerade Tag oder Nacht? Das ist entscheidend. Ich glaube, es wird Tag. 700 Meter, 150 Meter. Ich werde zuerst mal natürlich zum 150er gehen, weil einfach näher dran. Verdorbene Zone. Verdorbene Zone bedeutet doch, dass dort Maschinen sind, die quasi durch dieses komische Zeug, was wir noch nicht ganz identifizieren konnten, was es damit überhaupt auf sich hat, quasi gefallen sind. Das heißt, wir müssen die Maschinen jetzt irgendwie heilen, reinigen oder so, oder müssen wir sie einfach nur umlegen? Hier komme ich nicht hoch, ne? Ja, nice. Mann, was ist das hier? Ich will hier raus. Komm ich hier raus? Hello? Ja, hier komm ich raus. Hello, hier kommst du doch hoch, oder? Was hat Ella? Oh, Aloy! Ja, sehr schön, Ella. Kriegst du ja doch hin. Okay. Ich hatte mal erstmal auch schon nach hohem Gras, weil da vorne ist es ja gleich. Und ich will nicht. Ist das schon eine infizierte? Ja, das ist schon eine verdorbene Maschine. Das ist schon eine. Ja, das sieht man deutlich am roten Schleier. Und hier ist nicht wirklich viel hohes Gras, muss ich schon sagen. Versuche ich mal anzuschleichen. Und vielleicht ein, zwei dieser Maschinen lautlos auszuschalten. Diese Maschinen. Die Verderbnis umgibt sie wie eine Rauchwolke. Zeit, sie auszulöschen. Oh ja, was habe ich vor?
Kann ich doch bestimmt mit dem Schlagrohr jetzt. Geh doch nicht weg! Okay, dann kommt hier einer. Sehr schön. Kommst du bitte her? Mann, die sollen nie herkommen, wenn ich schon hier hocke im Busch. Ja, okay, dann kommst du jetzt her. Und dann lock ich dich halt so her. Hier komm. Und jetzt steht der Schlag. Easy! Dann schnell zurück in den Busch. Und zurück in den Busch. Sehr schön. Nummer 1 ist ausgeschaltet. Weil ich weiß von guten Freunden, dass diese Geschöpfe hier deutlich schwerer zu bewältigen sind wie normale Maschinen. Die Verderbnis stärkt sie extrem. Kommst du? Und zack. Nice. Sehr schön. Okay. Normalerweise bin ich eigentlich der Typ, der einfach voll drauf geht und einfach rein ins Getümmel. Doch bei denen will ich eigentlich doch eher vorsichtig sein. Oder ist das jetzt schon der letzte? Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Okay, dann werden wir mit dem Präzisionsbogen versuchen zu arbeiten. Und den zweiten anlegen. Aber dadurch ist der One-Hit normalerweise. So, hier bin ich. Hallo? Sollst du nicht One-Hit sein? Okay, die haben auch deutlich mehr Leben wie andere. Erste verdoppelte Tour, das war schon, das war ja easy. Ich dachte, jetzt kommt mir ja die Herausforderung mit Bossgegner oder so, aber das war ja easy. Stufe 16 erreicht. Ach, das ist schon Stufe 16, das habe ich gar nicht mitbekommen. Nice, sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, es geht gleich zum nächsten. Das Gift scheint das Metall förmlich aufzufressen. Vielleicht treibt das die Maschinen in den Wahnsinn. Vielleicht kann ich das eines Tages nutzen. Die Verderbnis nutzen, Aloy? Ja. Ich weiß ja nicht, ob das so eine schlaue Idee ist. Man spielt dann ja mit dem bösen Zeug eigentlich, oder? Oder ist das dann legitim, wenn man böse Mächte für gute Zwecke nutzt? Ich weiß es nicht. Aber Ele, du wirst ja schon wissen, was gut für diese Welt ist. Okay, die sind nicht verdorben. Das sind normale, ne? Ja, das sind normale Maschinen. Die sind nicht verdorben. Finde ich gut. Ich mag die nicht verdorbenen deutlich lieber. Weil die sind auch deutlich weniger aggressiv und so weiter. Die Grasen schwimmt. Stehen einfach in der Landschaft rum und machen ihr Ding. Natürlich haben sie alle irgendwie schlechte Absichten oder pipapo. Oh, schlechte Absicht. Kann mir mal jemand helfen? Was ist denn? Bitte helf mir. Hey, bleib stehen. Alter, lass die doch in Ruhe. Wieso haben sie die angegriffen? Zu hastig. Wieso? Warum? Ja, selbst schuld. Ist noch jemand da? Das war alles, okay. Warum haben die dich angegriffen? Hallo? Hallo? Kann ich mit dir reden? Warum kann ich mit dir nicht interagieren? Nora-Krieger. Ja, finde ich schön. Und jetzt? Kann ich mit dir nicht interagieren oder so? War das alles? Ich kann mit dir nicht interagieren. Ach jetzt! Ach so! Ich warte, dass meine Schwester von der Jagd zurückkehrt. Möge die Urmutter sie beschützen. Ach, jetzt kein Danke oder so, dass wir dich gerettet haben. Ja, finde ich sehr sozial von dir. Aber was waren die? Das waren einfach Banditen, die sie ausrauben wollten, ne? Aber was hatte denn bitte so eine Nora-Kriegerin dabei, wenn sie auf der Jagd ist? Ah, ein Gesundheitstrank. Das finde ich sehr schön. Hat das doch einen Sinn. Finde ich auch schön, dass dieses Spiel so kleine Gimmicks einbaut. Du gehst nach Hause? Da geht's aber in die andere Richtung eigentlich. Obwohl, ich weiß ja nicht, von welchem Dorf sie kommen. Wo geht's jetzt hin? Ist da hinten irgendwo ein Dorf? Nee, da ist doch kein Dorf. Da hinten ist eine verdorbene Zone. Aber da müssen wir sowieso hin. Geh uns das mit uns? Wir können da ein Reittier rufen. Haben wir eins frei? Nein, wir haben natürlich kein Reittier frei. Alles klar. Natürlich haben wir kein Reittier frei. Aber wir haben Hartholz. Nee, Reinholz. Wo wirklich das immer mit Hartholz? Wahrscheinlich, weil ich gerade ein anderes MMO spiele, wo Hartholz eine große Rolle spielt und nicht Reinholz. Das war alles ein Lagerfeuer, finde ich sehr schön. Aber seht euch das Panorama an. Jetzt geht es auch deutlich weiter in den Norden. Ich sehe schon deutlich mehr Schnee auf den Gipfeln. Ich weiß ja auch, dass es in dem Spiel vereiste Gebiete geben soll, dass es Wüstengebiete geben soll. Ich glaube auch, dass das kartentechnisch
auch richtig angeordnet ist, dass die Wüsten wirklich unten sind und hier sterbe ich doch nicht, oder? Und dass nordische Gebiete eher die vereisten Gebiete darstellen. Und der ist mir gerade nicht sympathisch. Ja, komm doch. Komm her. Auch immer einfach, wenn man ein paar Wächter sieht, einfach die mal mitnehmen. Weil es gibt gut Metallscherben und die braucht man einfach, wenn man mal ein neues Outfit oder eine neue Waffe oder so kaufen will. Da muss man nicht einfach 2 Stunden nachfarmen, so wie ich das letztens offscreen gemacht habe. Damit wir diese neue heftige Rüstung uns kaufen konnten. Die ich auch einfach stylisch finde. Ich finde zwar, dass sie dadurch deutlich einen ernsteren Gesichtsausdruck bekommen hat, aber... Ich hab gerade mal den großen von Arschlecken. Als wenn du hier jetzt Alarm schlägst, so weit kommt's ja noch. Sie hat dadurch zwar einen deutlich ernsteren Gesichtsausdruck, aber was passt ja eigentlich zu einer Kriegerin? Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Wir sind ja keine Friedensbotschafterin oder so. Obwohl, irgendwie schon, oder? Ich weiß es nicht. Aber wir sind ja auch deutlich mehr die Kriegerin als eine Friedensbotschafterin oder so. Also wir können ruhig auch ein bisschen ernster gucken. Und dieses Outfit sieht doch einfach cool aus. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommis, was ihr von dem Outfit haltet. Würde mich mal interessieren. Die Plünderer sind wegen ihrer Bauteile hier. Plünderer wo? Hallo? Jetzt lauf doch nicht zu mir! Was machst du denn? Du hast mich fast gesehen hier. Was wollen die? Was machen die hier? Ist das da jetzt Phase? Ich hab gar gesehen, den hätte ich überbrücken können. Was suche ich jetzt? Kann ich einen davon überbrücken? Das wäre ja mega nice. Ich habe gerade das Symbol gesehen fürs Überbrücken. Was suche ich jetzt? Ich meine, durch die Mission letztens, durch die Brutstätte, haben wir ein paar neue Maschinen freigeschaltet. Aber ich wusste nicht, dass der Plünderer darunter war. Warum kommt der andere gerade mit? Das ist gerade nicht... Geh doch mal bitte weg. Okay, wir können ihn überbrücken. Wir können auf jeden Fall überbrücken. Okay. Wenn wir uns jetzt wahrscheinlich sofort im Kampf helfen müssen, weil der andere sieht es doch jetzt bestimmt. Okay. Nee, hat es nicht gesehen. Was machst du denn? Hallo? Kann ich dich reiten? Kann ich dich vielleicht reiten? Nein. Aber du bist jetzt mein Haustier. So, mal den Kräuterbeutel ein bisschen auffüllen. Die Ressourcen ein bisschen aufstocken. Das ist immer ganz wichtig, falls mal wieder ein größerer Kampf kommt, was da vor drüben. Was ist das? Das ist ein Sägezahn, ne? Also ich kann es von hier aus nicht scannen, aber es sieht deutlich aus wie ein Sägezahn. Alles klar. Auch eine kleine Anmerkung. Ich habe jetzt bei der PS4 endlich mal den Boost-Modus gefunden. Das kam mir durchs Update dazu. Hier war es alles im Voraus aus, deswegen... Kam das erst jetzt bei mir? Kannst du mich bitte nicht entdecken, während ich hier hochlaufe? Das wäre sehr reizend von dir. Dadurch sollten wir jetzt auch eine deutlich flüssigere Grafik zusammenkriegen. Also ich merke davon eigentlich noch nichts, aber wenn man schon einen Boost-Modus auf der PS4 Pro hat, dann sollte man ihn auch einsetzen, oder? Nein, du entdeckst mich nicht. Du entdeckst mich nicht. Nein. Wälder. Wurzeln und Stämme. Ist auch schön. Wälder, Wurzeln und Stämme, ist auch schön. Wo waren andere Wächter, den ich gerade gesehen habe? Oh shit. Den hab ich ja gar nicht gesehen durch die doofen Tannen hier. Metallscherben. Siehst du? Wir stocken ordentlich auf mit den Metallscherben. Denn es wird im Verlauf des Spiels noch deutlich heftigere Outfits geben. Ja, ist egal. Komm. Es wird noch deutlich heftigere Outfits geben. Das ist erstmal das styletechnisch, was am besten zu mir passt. Es gibt zwar noch Rüstungen, auch beim letzten Händler, wo wir gerade waren, die Stats technisch besser sind. So wie ich kämpfe jedenfalls für Nahkampf und so, die mir Nahkampfschaden abfangen und so, weil ich sehr viel offensiv kämpfe. Aber, Leute, ihr müsst zugeben, styletechnisch ist die Rüstung einfach Hammer. Ich habe mich in diese Rüstung einfach nur verliebt. Auch wenn sie auf Frostschaden basiert. Also sie leitet sehr viel Frostschaden ab und bei den anderen. Den kann man überbrücken. Reitkopf, das ist ein Reittier. Diese Rüstung leitet, nochmal darauf zurückzukommen. Diese Rüstung leitet, versuchen wir mal von denen nicht entdecken zu lassen. Diese Rüstung leitet eigentlich nur Frostschaden ab. Gegen die anderen Elementarelemente. Elementarelemente, Rayon, was hast du genommen? Gegen die ganzen anderen Elemente, also Feuer, Schock und Pipapo, was es hier noch gibt,
ist die eigentlich nutzlos, die Rüstung? Die hat zwar einen hohen Rüstungswert, einen Basiswert, aber beispielsweise die Nora-Kriegerin, die wir uns auch kaufen hätten können, haben wir ein Siegezahnherz gehalten. Die hätte deutlich mehr gebracht. Ich weiß nicht, wenn ich einen davon angreife, werden die anderen auch aggressiv. Ich habe gegen die noch nie gekämpft, ich habe nur mal einen überbrückt zu Test habe. Ich werde es wieder versuchen. Denn ich will das Reittier haben. Ich will dieses Reittier haben, weil dann sind wir endlich wieder deutlich mobiler. Das ist ja noch ein deutlich weiteres Stück. Komm mal bitte her, ich weiß genau, dass ich überbrücken kann. Ich hab dich schon mal überbrückt. You come. Ein bisschen näher noch. Oh, der Brücken. Easy. Da haben wir ein neues Reittier. Ich glaube, es gibt glaube ich, 3 oder 4 verschiedene Reittiere. So viele Reittiere gibt es gar nicht. Und der Breitkopf ist auf jeden Fall ein heftigeres Reittier als der Läufer. Dann laufen wir einfach mal los und gucken mal, wohin der Weg uns führt hier. Was ist das hier? Ist der Feindling? Nee, das ist ein Händler. Das ist ein Händler. Hier ist einfach mal ein Händler auf der Straße. Ja, hi. Wenn du jetzt eine teufelsbessere Rüstung hast, wie die ich gerade anhab, dann verklag ich dich. Schlafesbogen, Rassler, Sprengschlange, Karaja. Das kennen wir ja alles schon. Outfits. Nora Beschützerin. Ja, ihr seht zum Beispiel hier, dass die Stats technisch, dass ihr bei den Effekten alle Elementarelemente ein bisschen abhält. Und die hält nur Eis ab, also Frostschaden. Den zwar sehr effektiv, also 50 Frostschaden hält er ab und die nur 15 von jedem Element. Aber andere Rüstungen hätten zwar mehr Sinn gemacht, zum Beispiel das hier. Das ist 30 Nahkampfschaden, was das ablenkt, aber weiß ich, das sieht geil aus. Ich habe mich in die Rüstung verliebt, lasst mich. Das ist also nichts Neues für mich. Okay, alles klar. Obwohl, warte mal, wenn du ein Händler bist, kann ich mit dir doch auch sicher Sachen verkaufen. Warte. Aber doch schon hier. Sägezahnherz, ist mega viel wert. Dafür. Manchmal braucht man das bei Händlern, wenn man Rüstungen kaufen will. Deswegen will ich die Herzen eigentlich nicht verkaufen. Sowas kannst du haben, eine Graserlinse. Kannst du alle 4 haben. Warte, hier. Kriegst du alle 4. Zünder. Will ich eigentlich behalten, wenn ich ganz ehrlich bin. Für Explosionspfeile. Die wir immer noch nicht freigeschaltet haben. Schockwachswurzel. Kannst du auch alles haben. Graserherz. Mann, das ist auch so fucking viel wert. Mann. Ich würde das gerne alles verkaufen. Aber wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Platz schaffen, weil wenn unser Inventar so zugemüllt ist, können wir auch die wertvollen Sachen, die wir mal finden, zufällig nicht mitnehmen. Ich habe auch übrigens ein bisschen Holz gegönnt. Mal bei einem Händler. Das kann ich auch übrigens nicht verkaufen, wie es aussieht. Okay. Okay, ist an diesem Zeug nicht interessiert. Okay, alles klar. Lohe brauche ich. Lohe brauche ich für die Brandpfeile. Metallgefäß. Das kannst du eigentlich haben. Das ist zwar fast nichts wert, aber ein bisschen Metallständig übrigens, das ist ja doch unbewegenden Platz. Platz ist sehr wichtig in dem Spiel. Nice. Die können wir sockeln. Das habe ich ja ganz vergessen, wie wir mal sockeln. Ein paar Modifikationen drauf und hier herstellen. Outfit-Modifikationen. Hier. So. Was gibt es denn hier? Ungewöhnlich. Fernangriffschutz, ja. Also für Pfeil und Bogen. Nahkampfschutz und Tarnung. Das ist heftig bei mir. Feuerschutz. Okay, dann kriegen wir noch Feuerschutz dazu. 6%. Was heftig ist, weil wir ja schon 50% Eis haben. Verderbner Schutz ist natürlich auch nice. Denn wenn wir schon im verdorbenen Gebiet sind, dann ist Verderbner Schutz mega gut. Weil die verdorbenen Maschinen hinterlassen ja auch so eine Spur aus Verderbnis hinter sich. Und wenn man da reintritt, gibt es Schaden. Aber das auf jeden Fall. Okay, dann müssen wir uns nachdenken. Verderbner Schutz und Eisschutz oder Feuerschutz? Ich denke, das ist eigentlich logisch, dass wir... Das nehmen wir dabei 2 Effekte. Das ist mal. So. Jetzt ist es eine mega heftige Rüstung. Alter, guck mal, was wir jetzt haben. Die soll jetzt deutlich besser sein wie unsere gesockelte, oder? Deutlich besser. Ja, deutlich besser. Nice! So. Gehen weiter. Wo müssen wir denn hin? Okay, aber Leute, ich würde sagen, weit ist es nicht mehr bis dahin. Weit ist es auf jeden Fall nicht mehr bis dahin. Da vorne ist es ja schon. Aber Leute, ich würde sagen... Ich setze mich hier zuerst mal in den Busch. Aber Leute, ich würde erstmal sagen, schreibt auf jeden Fall eure ehrliche Meinung zu meinem neuen Outfit in die Kommis. Warum ist er gerade so unscharf, ey, Leute? Was siehst du gerade auf dem Hintergrund? Das kann natürlich sein. Aber egal. Leute, schreibt auf jeden Fall eure Meinung zu dem Outfit in die Kommis. Ich wiederhole mich, ich weiß, sorry. Aber Rayon sagt ciao. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.